Ein knackiges Half-Life in die Runde, mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute startet die goldene Woche und ihr wisst ja, die goldene Woche ist eigentlich immer sehr positiv, da kriegt man immer sehr viele schöne Sachen, das ist dieses Jahr auch der Fall. Allerdings hat sich was bei den Drop-Regeln geändert, das möchte ich euch natürlich dann gleich direkt vorlesen, damit ihr da Bescheid wisst. Bevor es jetzt hier aber losgeht, möchte ich eine kleine Ankündigung raushauen und zwar Donnerstag um ca. 18 Uhr werde ich mit dem Train und mit dem Luca World of Warplanes streamen auf dem YouTube-Kanal natürlich. Also ich bin schon richtig gespannt drauf, das genialste Flugzeugspiel aller Zeiten zu spielen. Das wird legendär, Freunde, das wird legendär. Also, nur dass ihr Bescheid wisst, Donnerstag, ca. 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal gibt es dann World of Warplanes. Ich bin echt gespannt, ich habe das Spiel noch nie angefasst, ich habe es auch noch nicht runtergeladen, muss ich jetzt auch mal machen. Und ja, mal schauen, wie sich das Spiel so macht. Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Shop, denn ihr seht schon hier auf der Startseite, könnt ihr euch erstmal, was ich sehr, sehr positiv finde, euch eine kostenlose Kiste holen. Das werden wir natürlich jetzt hier auch machen. Zack. Und Wargaming hat uns auch schon 10 Kisten in den Hafen gestellt. Und dann zeige ich euch erstmal, was es hier so gibt. Also ihr seht es hier schon, ne? Es gibt die Ashikaga Teru, die habe ich auch. Die werde ich euch natürlich auch gleich zeigen. Ich muss ehrlich sagen, eine sehr sympathische Frau. Optisch auch sehr ansprechend, ne? Also ich würde mit der auch gerne mal essen gehen und so. Kommt natürlich an keine Emma Watson ran. Was ich aber sehr positiv empfinde, ist ihre Stimme. Denn es ist eine typische... Na, was heißt typisch? Es ist eine normale... weibliche japanische Stimme. Es ist nicht so eine hochgepitchte Stimme wie bei den ganzen Anime-Mädchen, sondern es ist wirklich eine ganz normale Stimme, die man sich auch als Nicht-Anime-Fan wirklich anhören kann. Also ich mag ihre Stimme, ihr Aussehen. Ja, das wäre schon ein Frauchen für mich. Aber ich bin ja schon verheiratet. Ja, dann könnt ihr euch für 1.400.000 globale EP die Hayate kaufen. Schaut euch einfach mal Hayate-Video an. Das ist ein sehr, sehr starker Zerstörer. Also wer die Hayate noch nicht haben sollte, sollte sie sich auf jeden Fall in den Hafen holen. Dann habt ihr hier ein Angebot. 10 Kisten kosten hier 6.350 Dublonen statt 7.500 Dublonen. Und den Rest findet ihr hier oben logischerweise bei aktuellem und dann hier Goldene Woche 2023. Ne? Ihr könnt euch hier, ist das ein Auftrag, glaube ich, ihr könnt euch ein Abo holen. Ihr könnt ja mal drauf gehen. Ne? Zeit, die Goldene Woche richtig zu feiern. Mit diesem 14-Tage-Abo erhalten Sie jeden Tag eine Kiste Goldene Woche 43. Das bedeutet, ihr bekommt hier 14 Kisten Goldene Woche. Ist an sich wirklich nicht verkehrt. Also das kann man wirklich sich mal gönnen. Ich hole es mir aber ehrlich gesagt nicht. Ja, dann hier 750 Dublonen für eine normale Kiste. Das ist ganz klar. Wie gesagt, die Ashikaga Teru, da habe ich euch ja schon was zu gesagt. Dann, wie gesagt, Hayate. Dann Asashio könnt ihr euch kaufen für 12.500 Dublonen. Also das würde ich auf jeden Fall machen, denn die Asashio ist wirklich ein sehr, sehr starkes Schiff. Hyger für 10.000 auch ein sehr, sehr starkes Schiff. Kann man sich auch holen. Und hier gibt es jetzt noch die Goldene Tarnung 23. Die müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen, weil ich habe die aktuell noch nicht im Hafen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt 11 Kisten. Ich gehe mal davon aus, dass wir mindestens einmal diese Tarnung ziehen. Und ja, wie gesagt, da mal sehen, wie sie aussieht. Sie scheint mir aber sehr, sehr bunt zu sein. Was ist das hier? Ach, das war was anderes. Okay, ja, also das ist das, was ihr euch offiziell kaufen könnt. Jetzt schauen wir uns mal die Drop-Chancen an, was so in den Kisten enthalten sind. Also, ihr bekommt 6 Beförderungsbefehle für 22%, 12 Tarnung Goldene Woche 23 für 20%, 20.000 globale EP für 13%, 1,2 Millionen Creditpunkte für 13%, dann 9% für die jeweiligen Tarnungen, also einmal Kongo, Asashio, Yamato, Suzuya, Hyger, Hayate, Shiro, also Quatsch, Fuso und Nagato. Das sind spezielle, das sind diese sogenannten Shiro-Skins. Die werde ich euch natürlich auch gleich zeigen, habe ich nämlich auch beide im Hafen stehen. Die von der Nagato hatten wir ja direkt am Update-Stream gezogen gehabt, das war ja ganz witzig. Fuso habe ich jetzt auch. Und muss ganz ehrlich sagen, ich dachte ja anfangs so, boah, Fuso, ich glaube nicht, dass das was für mich ist. Ich finde die geil. Ich finde die wirklich, wirklich geil. Dann habt ihr hier noch die Chance für 8% oder bei 8% oder die Drop-Chance liegt bei 8% so rum, die Iwaki zu ziehen. Auch ein sehr, sehr starkes Schiff. 12 Beförderungsbefehle für 5%, ein Abzeichen für 5%, eine Auszeichnung für 3% und Asashio oder Hyger für 2%. Also ihr seht, die Drop-Chancen an sich sind wirklich in Ordnung. Ne? Klar, ne, es geht wieder sehr stark
stark auf Beförderungsbefehle und die Tarnung drauf zu. Aber trotzdem gibt es auch hier die Möglichkeiten, Schiffe zu ziehen. Allerdings muss man hier ein kleines Aber reinhauen. Denn Wargaming hat nämlich unten noch was darunter geschrieben. Und das will ich euch auch nicht vorwegnehmen oder beziehungsweise ich will euch das nicht verheimlichen. Denn sie sagen, diese Container nutzen ein abgestuftes Garantiesystem für Inhalte. Das funktioniert so. Also es ist nicht dieses typische Garantiesystem, sondern eine abgestufte. Das ist ein großer Unterschied. Die erste Stufe ist Iwaki. Wenn ihr Iwaki nicht besitzt, erhaltet ihr das Schiff innerhalb der ersten 15 geöffneten Kisten Goldene Woche 23. Das bedeutet, Freunde, wenn ihr euch jetzt, keine Ahnung, 20 Kisten kaufen solltet, werdet ihr höchstwahrscheinlich von den anderen Schiffen, also Asashi und Hyuga, höchstwahrscheinlich nichts ziehen, weil das Garantiesystem euch erstmal die Iwaki in den Hafen stellen wird, wenn ihr sie nicht haben solltet. Das finde ich nicht ganz so geil umgesetzt, muss ich ehrlich sagen. Also, ihr werdet hier schon eher so Richtung Iwaki gedrückt. Ne, vielleicht wollt ihr sie gar nicht, weil ihr T3 einfach gar nicht spielt. Ne, ihr habt die Hoffnung, die Asashi oder die Hyuga zu ziehen, besitzt die Iwaki nicht. Da habt ihr dann halt eher das Risiko, die Iwaki direkt zu ziehen. Also, ne, ihr kauft euch von den 20 Kisten. Da ist die Chance, eine Iwaki zu ziehen, viel, viel höher als eine Asashi und eine Hyuga. Das finde ich nicht ganz so geil umgesetzt. Die zweite und dritte Stufe ist Asashi und Hyuga. Wenn ihr Asashi und Hyuga nicht besitzt, erhaltet ihr eines dieser Schiffe mit den nächsten 40 geöffneten Kisten. Goldene Woche 23. Das andere Schiff, wenn ihr es nicht besitzt, mit den nächsten 40 geöffneten Kisten. Goldene Woche. Also ihr seht, wenn ihr alle drei Schiffe durch Kisten ziehen wollt, braucht ihr mindestens 80, ja, 95 Kisten. Und das ist absolut übertrieben. Also ich weiß nicht, was die da manchmal rauchen oder trinken. Also das ist wirklich, finde ich nicht gut. Ich finde das mit dieser Abstufung schon alleine nicht in Ordnung, weil wie gesagt, wenn ich die Iwaki gar nicht haben möchte, ne, und ich hoffe, eine Hyuga oder eine Asashi zu ziehen, ja, da ist natürlich jetzt es schwieriger geworden, weil ich halt wirklich durch dieses Garantiesystem wahrscheinlich eher die Iwaki ziehen werde als eine Hyuga oder eine Asashi. Deswegen, Freunde, spart euch das Geld. Wenn ihr die Schiffe haben wollt, kauft sie euch einfach direkt. Ich würde mir wirklich so ein 10er-Päckchen mal holen, schon alleine wegen den Skins. Die sehen wirklich geil aus. Und wenn ihr sie da nicht zieht, dann kauft sie euch. Gebt da nicht Unmengen an Geld aus. Lasst uns wirklich mal zeigen, hier irgendwo ist auch mal Schicht im Schacht. Ich investiere gerne in das Spielgeld, aber ich lasse mich halt auch irgendwo nicht verarschen. Ne, das muss man einfach ganz ehrlich so sagen. So, wenn ihr eines dieser Schiffe bereits besitzt, überspringt ihr die entsprechende Stufe im Garantiesystem. Das ist klar, ne? Also wenn ihr jetzt eine Iwaki besitzen solltet, dann geht ihr logischerweise direkt in das zweite und dritte Garantiesystemstufe oder in die zweite und dritte Stufe der Garantiesysteme. So, das haben wir auch. Um alle drei Schiffe aus der Kiste Goldene Woche 23 zu erhalten, müsst ihr höchstens 95 Kisten Goldene Woche 23 öffnen. Ja, das ist einfach absurd. Hinweis, wenn ihr eines der Schiffe verkauft, bevor ihr alle drei Schiffe erhalten habt, müsst ihr eventuell mehr als 95 Kisten Goldene Woche 23 öffnen, um alle zu erhalten. Wenn ihr bereits alle Schiffe besitzt, die das Garantiesystem enthalten kann, also Iwaki, Asashi und Hyuga, ist das Garantiesystem nicht länger aktiv, ist ja logisch. Wenn ihr bereits ein Schiff, eine permanente Tarnung oder ein Skin besitzt, das im Container enthalten sein kann, wird dieser Artikel aus der Liste möglicher Artikel entfernt. Das ist da logischerweise auch logisch, ne? Geiles Deutsch. Aber das ist klar, ne? Also die Sachen, die ihr dann gezogen habt, die werden gestrichen. Das ist ja auch, ehrlich gesagt, das Mindeste. Es wäre jetzt doof, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal eine Asashi ziehen würde. Klar, ne, gibt ein bisschen Money, aber trotzdem ist das dämlich. Aber das haben sie ja noch nie gemacht. Also wenn du so ein Schiff gezogen hast, klar, zu Anfangszeiten gab es das mal, das haben sie aber auch ganz schnell rausgestrichen gehabt. Teilweise kommt so ein Fehler auch mal, aber im Großen und Ganzen sollte es nicht passieren, dass ihr Schiffe hier doppelt aus einer Kiste zieht. Und das ist auch, wie gesagt, ein ganz, ganz seltener Fehler, aber es ist auch schon vorgekommen. Also ihr seht schon, ihr könnt hier dann einfach, euch ein paar Kisten kaufen, aber ich würde eben nicht auf die Schiffe abziehen. Ich persönlich hatte mir immer die goldene Kisten geholt, um einfach mir die wunderschönen goldene Woche Skins zu holen, weil die, muss ich ehrlich sagen, finde ich sehr geil. Was mir so ein bisschen auffällt, Freunde, ich will mal kurz bei Schiffen gucken, weil normalerweise, die Jubachi ist jetzt auch erhältlich. Ach, ihr könnt sie euch auch für Dublonen kaufen. Also das ist ja wohl,
Ja, okay. Ich will dazu mal nichts sagen. Ihr wisst, was ich zu Jubachi halte. Das Ding ist einfach absolut OP. Dass man sie jetzt auch sogar für Dublonen erwerben kann, finde ich massiv übertrieben. Also, Freunde, ganz ehrlich, da braucht ihr erstmal T7 nicht spielen. Für die Leute, die sie natürlich nicht haben, ist das natürlich sehr erfreulich, weil so könnt ihr euch auch die 57.000 globale EP sparen. Also, ihr seht's, Jubachi könnt ihr euch sowohl für Dublonen als auch für globale EP erwerben. So, also die ist auch im Shop, also könnt ihr sie euch auch holen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns doch erstmal als allererstes die Kisten auf und schauen mal, was ich so aus den Kisten ziehe. Ich habe die Schiffe schon, ich habe auch die Tarnungen alle schon, also ich werde jetzt hier nicht sonderlich viel geiles Sachen ziehen. Mal gucken, was die erste Kiste so beinhaltet. Jawohl, sehr schön. Gleich die Tarnung, das ist sehr gut, da freue ich mich wirklich tatsächlich drüber, damit ich sie euch dann auch direkt einfach mal zeigen kann. So, schauen wir mal weiter. Zweite Kiste. Ja, eine Auszeichnung. Finde ich auch sehr gut. Also ihr seht, die Goldene Woche, das war, fand ich schon immer geil. Muss ich ehrlich sagen, die Goldene Wochenkisten fand ich persönlich schon immer geil. 6 Beförderungsbefehle, ja, brauche ich jetzt nicht sonderlich. Aber ich sag mal, für neuere Spieler wäre das natürlich jetzt auch ein ziemlich guter... Oh, 1,2 Millionen Credit-Punkte, finde ich auch nicht verkehrt. Kann man immer mal gebrauchen, ne? Jetzt gerade, wo es T8 gibt. Ah, 20.000 globale EP. Also bislang bin ich wirklich sehr zufrieden, was ich jetzt sehe. Nochmal 20.000 globale EP. Komm, gib mir nochmal eine Auszeichnung. Ah, schade. Beförderungsbefehle. Komm, eine Auszeichnung kannst du mir nochmal gönnen. Jawohl, 6 Beförderungsbefehle. Ja, nochmal 1,2 Mille. Ah, 6 Beförderungsbefehle. Die brauche ich nicht, Freunde. Die brauche ich wirklich gar nicht. Gib mir doch einfach nochmal eine Tarnung. Ich habe ein bisschen wenig Tarnung gekriegt, ja. Und, also ihr seht, ich habe nur ein einziges Mal Tarnung gezogen. Das finde ich schon heftig, ne? Aber im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch erstmal die ganzen Skins an. Ich mache mal kurz den Filter rein. Ja, ihr seht, meine Schliefe ist endlich da. Ich habe jetzt die letzten paar Meterchen habe ich geboostet. Das waren 300, ich glaube 300 oder 400 Dublonen. Das war mir egal. Ich wollte jetzt meine Schliefen wieder haben. Und ich freue mich. So, also legendär müssen wir ja sowieso drinnen lassen. T8 müssen wir auch wegen der Hayate. Dann Suzuya. 6, 5, 4. So, dann Japaner. DD. Zack. Okay, also fangen wir einfach vorne an. Wir fangen mit der Kongo an. Die könnt ihr euch ziehen. Also nicht das Schiff, sondern wirklich nur die Tarnung. Das möchte ich mal gerne dazu sagen. Also ihr seht, das ist die Kongo-Tarnung. Finde ich geil. Ich mag diese goldene Wochentarnung. Ich mag dieses Schwarz mit diesem roten Deck. Ich finde das einfach nur absolut mega. So, das war die Kongo. Dann geht es weiter mit der Hüger. Achso, nee, wir können hier gleich mit der Fuso weitermachen. Das ist die Fuso-Tarnung und ich finde die geil. Ich finde die wirklich geil. Es wird aber dazu gesagt, Freunde, oder ich will dazu sagen, dass diese Tarnung keinerlei Animationen hat. Also ihr habt nicht irgendwie besonderes Feuer oder irgendwelche besonderen Sounds. Es ist wirklich nur schlichtweg einfach nur eine Tarnung. Ihr könnt natürlich dann farbige Geschossspuren reinmachen, wenn ihr natürlich Kapitänskins benutzt. Aber die Tarnung selbst hat keinerlei Wirkung. Also wie gesagt, keine farblichen Gebrauchsspuren. Genau, farblichen Geschossspuren, keinen anderen Qualm vom Schornstein oder sonstiges. Es ist wirklich nur eine Tarnung, aber ich finde sie echt geil. Ich finde sie wirklich cool, muss ich ehrlich sagen. So, Hüger haben wir hier. Hüger sieht natürlich auch sehr geil aus. Hüger würde ich mir auf jeden Fall in den Hafen stellen, Freunde. Die Hüger ist mit eins der stärksten Schlachtschiffe auf T5. Das Ding macht einfach nur ungemein viel Spaß. Und wenn ihr gerade sagt, boah, die Fuso, die ich hasse die Fuso, dann kauft euch die Hüger. Die Hüger ist wirklich eine sehr, sehr gute Alternative zur Fuso und auch deutlich genauer. So, das war die Hüger. Dann geht's weiter. Dann haben wir die Asashio. Die sieht so aus. Sehr schön. Also ihr seht es, ne? Im Großen und Ganzen sind die Stils immer gleich. Hier hinten haben wir jetzt mal ein schönes schwarzes Deck mit dabei. Also das ist geil. Das ist ein wirklich schönes Skin. So, dann haben wir, jetzt muss ich mal überlegen, die Nagato. Die hatte ich euch ja schon mal gezeigt gehabt. Auch nicht verkehrt. Da mag ich nur das hier vorne nicht, ne? Also hier dieses, ja, wie soll ich das sagen, dieses Schild. Das
hätte ich weggelassen. Wenn das weggewiesen wäre, dann hätte sie mir tausendmal besser gefallen. Also auch nicht verkehrt, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das irgendwie von der Fusu geiler. So, dann geht's auf T7. Ich weiß. Ach so, die Suzuya hat das, genau. Die Suzuya haben wir hier. Dann gibt es noch die Hayate. Und da muss ich sagen, die Hayate sieht auch richtig geil aus. Ne, da habt ihr hier unten dann auch richtig schön eine durchgehende Welle. Also das sieht schon, und gerade hier bei den Geschützturmen, das Rot dazwischen, diese roten Akzente finde ich mega. Finde ich wirklich absolut mega. Also bei der Hayate gefällt es mir richtig gut. Ja, und zum Schluss haben wir dann logischerweise noch die Yamato. Ne? Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Hayate, Hyuga, Suzuya, Yamato, Asashi, Kongo, Fuso und Nagato. Ja, ne? Also das ist die Yamato. Sieht auch nicht verkehrt aus. Aber wie gesagt, ich persönlich... Hier finde ich es halt schade. Ne? Hier hätte man das mit dem Rot auch übernehmen können. Das hätte ich mega gefeiert. Also das finde ich hier bei der Hayate echt am schönsten. Das hätten sie wirklich mal überarbeiten können, bei allen anderen Schiffen auch machen können. Weil gerade das Rot finde ich halt mega, ne, an den Türmen. Das finde ich wirklich geil. So, dann werden wir uns mal die Fuso nochmal kurz angucken. Denn von der Fuso habe ich mit der Madame extra euch ein kleines Video aufgenommen, damit ihr die Frau einfach mal hört und damit ihr auch einfach die Geschossspuren seht. Also, die Geschossspuren sind Gold. Nichts Außergewöhnliches. Ach, hier, die Fuso hat das auch vorne dran. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ah, wenn das weg wäre, fände ich es irgendwie schon cooler. Also, goldene Geschossspuren. Beim Hupen habt ihr, glaube ich, so eine lilane Kuppel. Was verstehe ich ehrlich gesagt als auch nicht. Seht ihr aber jetzt gleich, ne? Ich würde sagen, schaut sie euch einfach mal an. So, und da sind wir wieder. Also, ne, ihr habt es gehört, ich muss ehrlich sagen, ich finde sie von der Sprachausgabe her wirklich sehr angenehm. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, sie ist ziemlich leise. Also ich hätte sie wirklich ein Tickchen lauter gemacht. Und ja, wie gesagt, das mit dem Schornstein da, das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber ihr seht, selbst die Secondary schießt Gold, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Wenn ihr natürlich schon eine goldene Geschossspur habt, dann würde ich sie mir nicht holen, weil ihr müsst für sie 3500 Dublonen investieren. Also die kriegt ihr nicht kostenlos. Und sie ist auch nicht, lasst mich kurz gucken, nein, sie ist auch nicht in der Kiste. Also die könnt ihr euch wirklich nur für 3750 Dublonen erwerben. Und ich will hier nochmal dazu sagen, es ist nur ein Kapitänsskin, es ist kein Kapitän. Also das heißt, ihr könnt diese Frau auf den Kapitän drauf machen, damit der Kapitän dann diese Geschossspuren hat und dann halt auch die Sprachausgabe von dieser Frau. Also es ist kein eigenständiger Kapitän, nur dass ihr Bescheid wisst, ich zeige es euch auch nochmal, weil das hier müsste der Tanaka sei, ach nicht Tanaka, der Takeo Takagi. Also es ist wirklich nur, wie gesagt, ein Outfit und kein eigenständiger Kapitän. Und ich möchte hier auch nochmal betonen, das, was ihr gerade im Video gesehen habt, kommt von der Ashikaga Teru und eben nicht von dem Skin der Fuso. Die Skin der Fuso hat keinerlei Wirkung auf Geschossspuren oder Rauch etc. pp. Also ihr seht, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich wirklich zufrieden mit der goldenen Woche. Ach so, halt, stopp, Freunde, wir wollten uns ja noch, jetzt hätten wir es fast vergessen, wir machen es mal auf der Oper, wir wollen uns doch noch die Tarnung angucken.
Jetzt hätte ich es wirklich fast vergessen. Moment, die Tarnung von der goldenen Woche. Hier. Ja, also, weiß nicht. Nein. Das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Nee, das ist überhaupt nicht meins. Das ist überhaupt nicht meins. Also, das ist mir... Nee, das sieht aus wie so ein 70er-Jahre-Sofa, was komplett durchgelegen war. Und dann halt von, ja... Ja, was missbraucht wurde. Also, nee. Nee. Das gefällt mir überhaupt nicht. Boah, das ist ja potthässlich. Furchtbar. Schade. Schade. Ich dachte, es wäre so eine schöne schwarze, hier so in der Art oder sowas, ne? Mit ein paar goldenen Akzenten oder sowas. Das hätte ich gefeiert, aber nee. Nee, oder hier sowas, ein bisschen grau, irgendwas. Ah, die zwei fand ich auch schon nicht schön. Also, ja, die einfache Tarnung gefällt mir nicht, aber die permanenten Tarnungen, die ihr da aus den Kisten ziehen könnt, die sind wirklich, wirklich geil. Ja, Freunde, also im Großen und Ganzen finde ich es sehr angenehm, dass, wie gesagt, mit dem neuen Garantiesystem, ja, auf der einen Seite kann man sagen, oh cool, man bekommt auf jeden Fall, ich sag mal, in 15 Kisten ein Schiff, auch wenn es nur ein T3er ist, aber für die Leute, ne, die sagen, ach, ne, Iwaki interessiert mich gar nicht, weil ich T3 überhaupt nicht spiele und ich hoffe da auf eine Asashi oder eine Hyuga, ja, die haben es dadurch im Großen und Ganzen einfach schwerer, weil das Garantiesystem ihnen einfach diese Iwaki, das dürft ihr eben nicht vergessen, dann erstmal vorzieht. Und das finde ich einfach nicht gut. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Kommentare, wollte ich gerade sagen, eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns Mittwoch mit einer Community-Runde. Und dann, wie gesagt, Donnerstag auf jeden Fall mit World of Warplanes. Ja, Freunde, habt auf jeden Fall noch einen schönen Start in die Woche. Ich grüße jetzt hier noch meine Kanalmitglieder. Den Defro, Zu, Norbert der Hetzer, Hector86, Leon Leica, OneShot Pro, Heiko Dietrich, Drakania SR 123, MacLotte, SGE, Andy Wolf, Lindemann 1455, Alpha Schwadron, Berserker Wolf, Zölli 112, Entfessel den Quaken, Bunter Schuh, Der Fürst die 1979, The Game, Captain Kalle 1887, Panda Bär 98, René XXX, Nico V8, Raymond HH, Altbier King, TD Star und Sirius 05. Vielen lieben Dank für euren Support. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut!